Hier ist der Kräuterhexentalk, dein spannendes Wissen direkt aus dem Hexenkessel. Wir sind Rose und Almuti Moa, zwei Kräuterhexen im Wandel der Zeit. Wir erinnern dich an das alte Wissen der weisen Frauen. Wir zeigen dir die Kraft der wilden Kräuter. Wir geben dir Tipps, wie auch du diese Power für dich nutzen kannst. Tauche ein in die Welt der Wildpflanzen. Ich bin Almuti Moa und ich grüße dich zu dieser neuen Folge des Kräuterhexentalk. Heute geht es um den Bärlauch. Ein Märchen erzählt von der Namensgebung dieser wundervollen Frühlingspflanze. Spannende Tipps zur Verwendung aus den Überlieferungen der alten Völker und der modernen Heilkunde mögen dich ermutigen, diese starke Heilpflanze in den nächsten Wochen in dein Leben zu integrieren. Gerne kannst du diesen Podcast auch nachlesen auf meinem Blog unter https://www.imuraromi.de/feed. Wie kommt also nun der Bärlauch zu seinem Namen? Ein Märchen. Oder auch die Geschichte vom Allium Ursinus, eine Pflanze, die für Bären geeignet ist. Es war einmal vor ganz langer Zeit. Da hättest du im Wald noch manches Mal auf einen Bären treffen können. Besonders im Frühling sahen die Kinder beim Holzsammeln mal hier und mal dort solch ein großes Tier mit zotteligem Fell aus einer Höhle kriechen. Sie konnten beobachten, wie sich der Bär reckte und streckte. Es dauerte eine ziemlich lange Zeit, bis der Bär sich zu seiner vollen Größe aufgerichtet hatte. Dann war er so groß wie zwei von ihnen und zeigte seine ganze Stärke. Die Kinder versteckten sich vor Angst ganz still hinter einem Gebüsch oder hinter einem Felsen und schauten gespannt zu, wie der Bär aus seinem Winterschlaf aufwachte und sich die warmen Sonnenstrahlen auf den verstaubten Pelz scheinen ließ. Sie wagten es kaum zu atmen. Hatte doch die Oma ihnen erzählt, dass sich manchmal die bösen Geister in so einem Bären vor den kalten Nächten des Winters versteckten. Aber in diesem einen Frühling vor vielen, vielen Jahren sahen die Geschwister vom Meierhof wieder mal einen großen Bären aufwachen. Er schaute recht schüchtern in die Sonne. Der Sohn des Bauern Max meinte, es sei wohl sein erster Winterschlaf und dass er zum ersten Mal die warmen Sonnenstrahlen nach dem langen Winter erlebte. Die kleine Marie nickte nur, um ja nichts sagen zu müssen. Und dann stupste sie ihren Bruder aber doch an. »Schau mal, was macht der Bär da?« Der Bär hatte sich wieder auf seine vier Pfoten fallen lassen und ging noch etwas wackelig und langsam in den Wald hinein. »Komm, wir gehen ihm nach«, schlug Max vor. »Meinst du, ist das nicht zu gefährlich?« flüsterte Marie. »Ach was, wir müssen nur leise sein«, beruhigte Max seine kleine Schwester. Wie die Indianer auf der Pirsch schlichen die beiden also dem Bären nach. Niemand hätte sie hören können. Nach einer Weile erreichten der Bär und die beiden Kinder eine feuchte Uferböschung, an der Buchen, Erlen und einige kleine Sträucher wuchsen. Durch das Blätterdach fiel nur sehr wenig Sonnenlicht auf den mit Blättern bedeckten Waldboden. Marie roch den Duft zuerst. »Riech mal, Max, da ist ein Bärlauchfeld.« »Und der Bär steht mittendrin«, raunte Max ihr zu. »Was der da wohl will? Siehst du das auch? Er schnuppert an den Pflanzen.« »Er schnuppert nicht nur«, stellte Marie fest. »Er frisst den Bärlauch. Ich wusste gar nicht, dass Bären Bärlauch fressen.« Das war ein Ziel, wirklich ein ungewöhnliches Bild, dieser zottelige, staubige Bär mitten im Bärlauch. Ungefähr 10 Minuten dauerte es. Dann trottete der Bär aus dem Bärlauchfeld hinaus
und legte sich in die Sonne. Und obwohl Max und Marie keinen Mucks von sich gaben, drehte der Bär sich in ihre Richtung. Er roch die beiden staunenden Kinder, die immer noch ganz ängstlich hinter dem Baum hockten. Und dann geschah etwas, was den beiden später wohl niemand glauben würde. Der Bär lächelte und sagte ganz vorsichtig: »Hey, ihr zwei, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich mag Kinder total gerne. Kommt doch ein wenig näher, dann können wir ein wenig plaudern. Ich habe schließlich seit 4 Monaten mit niemandem gesprochen.« Max und Marie sahen sich fragend an. Sie nahmen ihren ganzen Mut zusammen und kamen vorsichtig aus ihrem Versteck. Sie blieben aber ungefähr 2 Meter entfernt von dem Bären stehen. Marie fasste sich ein Herz. »Hast du wirklich so lange geschlafen? Da müssen dir ja alle Knochen wehtun.« »Und hattest du gar keinen Hunger?«, fragte sie leise. Der Bär schaute etwas überrascht. »Wenn es im Herbst draußen kalt wird, dann finde ich nichts mehr zu fressen. Deshalb lege ich mich dann schlafen. So verbrauche ich nicht so viel Energie fürs Herumlaufen.« »Das ist ja ganz schön praktisch«, meinte Max. Und dann fragte er noch: »Warum frisst du den Bärlauch? Der stinkt doch so.« Da musste der Bär lachen. »Ja, der stinkt, aber er ist für Bären gut geeignet. Und deshalb nennen ihn die Experten Allium ursinius. Lauchgewächs für Bären geeignet. Durch den Gestank werden böse Geister vertrieben, die sich in meinem Fell eingenistet haben. Die mögen nämlich den Gestank auch nicht. Und dann reinigen die Schwefelstoffe im Bärlauch auch von innen den Darm und die Verdauungsorgane. Das macht richtig fit und ich bekomme nicht nur ein schönes Fell, sondern auch Bärenkräfte.« Max staunt. »Dann ist das also wahr, das mit den bösen Geistern?« »Naja, vielleicht, vielleicht auch nicht.« Der Bär kratzt sich am rechten Ohr. »Ich mag euch jetzt mal was«, flüsterte der Bär. »Diese Schwefelstoffe, das Allicin, das vertreibt auch bei euch Menschen die im Winter eingelagerten Reste von fettem und schweren Essen. Und das Vitamin C vertreibt die Frühlingsmüdigkeit. Auch ihr Menschen solltet im Frühjahr also Bärlauch essen.« »Bekommen wir dann auch Bärenkräfte?«, will Marie wissen. »Ja, so ungefähr«, antwortet der Bär. »Aber ich mag die Pflanze nicht so essen, die schmeckt mir nicht so«, wendet Max ein, der gerade an einem Bärlauchblatt nagt. Der Bär schmunzelt. »Dann sammle dir doch ungefähr 2 Handvoll und nimm sie mit nach Hause. Dort bittest du deine Mutter, dir eine Kartoffelsuppe zu kochen. Dann soll sie die Bärlauchblätter ganz fein hacken und über die Suppe streuen.« »Oh, Max freut sich. Das machen wir. Komm, Marie, wir nehmen den Bärlauch mit für eine Bärensuppe.« »Das ist eine gute Idee. Und das Holz holen wir auch noch, das wir vorhin am Wegrand abgelegt haben.« Sie winken dem Bären noch einmal zu. »Hab noch eine schöne, sonnige Zeit, lieber Bär. Danke für deinen Tipp«, rufen sie ihm zu und gehen. So oder so ähnlich könnte es gewesen sein, dass der Bärlauch zu seinem Namen gekommen ist. Ob es wahr ist oder nicht, ich weiß es nicht und überlasse es dir, es zu glauben oder auch nicht. Nun mag ich einige interessante Überlieferungen aus alter Zeit mit dir noch teilen. In Thüringen wird nämlich heute noch manches Mal das Ramschelfest gefeiert. Ramschel leitet sich aus dem Althochdeutschen ab und früher nannte man diese Pflanze so. Am Sonntag vor der Walpurgisnacht gehen die Bewohner in den Wald, um dort den Bärlauch zu sammeln. Warum vor der Walpurgisnacht? Die aktiven Hexen zerstören in dieser Nacht die Heilkräfte der Pflanze. Und das entspricht auch dem natürlichen Wachstum des Bärlauchs. Dieser beginnt nämlich ungefähr um die Walpurgisnacht herum zu blühen.
Die Energie der Pflanze geht in die Blüte und die Blätter werden knorrig und manchmal sogar etwas hölzern. Du siehst, wie so oft in der Geschichte der Pflanzenheilkunde geben sich medizinisches Wissen und Volksbrauch mal wieder die Hand und bilden eine Symbiose. Die Römer stellten aus dem Saft der Blätter von Bärlauch und Koriander Liebestränke her, die im Frühjahr besonders gut wirkten. Die Zigeuner setzten ihren Jahresvorrat an Bärlauch in Öl oder als Tinktur in 90%igem Alkohol an. Sie nennen die Pflanze den Jungbrunnen und setzen sie bei Akne, Pilzerkrankungen, Ekzemen zur Blut- und Darmreinigung ein und bei Epidemien, um sich gegen Infektionskrankheiten zu schützen. Die Indianer Nordamerikas benutzten ihn zum Kochen, gemahlen mit Tierfett als antiseptische Salbe und als Absud oder Tinktur, um Harngries zu behandeln. Mit seinem typischen Knoblauchgeruch findet die Pflanze heute in vielen Formen Anwendung, ob als frisches Kraut im Salat oder gehackt in der Frühlingssuppe, als leckeres Pesto zum Genießen oder auch als Hustenmittel. Zur Stärkung und Pflege des Darms empfiehlt Ursel Bühring schon eine Bärlauchtinktur. Diese wirkt gegen Bakterien, Viren, Pilze und Würmer. Das Allicin wirkt stark antibakteriell und keimhemmend. Speziell auf die Bakterienflora des Darms samt ihren Fäulnis und Gärung verursachenden Bakterien, ohne die nützlichen Bakterien zu zerstören. Besonders wirksam ist Bärlauch daher zur Darmsanierung nach einer Behandlung mit Antibiotika. Deine Bärlauchtinktur stellst du dir ganz einfach selber her. Frische Blätter säubern, kleinschneiden und locker in ein helles Schraubglas bis zum oberen Rand legen und mit Weingeist 45% auffüllen. 3 Wochen stehen lassen, einmal am Tag leicht schütteln. Danach in Dunkeltropffläschchen abfiltern. Bei Bedarf kannst du 3-mal täglich 10 Tropfen vor dem Essen einnehmen. Der Bärlauch kann aber noch mehr. Er wirkt senkend und ausgleichend auf den Blutdruck und deine Cholesterinwerte, verbessert die Fließeigenschaft des Blutes und senkt den Blutfettgehalt. Weiterhin regt Bärlauch im Rahmen einer Ausleitungstherapie von Schwermetallbelastungen die Ausscheidung über die Nieren an. Quecksilber und Schwermetalle werden aus den Depots mobilisiert, als Komplex gebunden, ins Blut aufgenommen und über Niere und Darm ausgeschieden. Bärlauchwein eignet sich gegen Altersbeschwerden bei leichten Magenproblemen, zur unterstützenden Behandlung bei chronischen stoffwechselbedingten Hauterkrankungen, zur Anregung des Immunsystems und zur Förderung des Wachstums von Haaren und Nägeln. Darüber hinaus gilt der Bärlauch auch als Einschleuserpflanze. Das heißt, dass bei Eisenmangel oder wenn die Eisenaufnahme im Körper gestört ist, der Bärlauch die Eisenaufnahme erleichtert. Positiv zu bemerken ist, dass die unangenehmen Begleiterscheinungen des Knoblauchs wie Mundgeruch und Ausdünstungen durch die Haut beim heimischen Bärlauch nicht so stark sind. Hier nun einige Beispiele für deinen Bärlauchvorrat. Als erstes Bärlauchessig. Du nimmst eine Handvoll kleingeschnittene Bärlauchblätter in 1 Liter Bio-Apfelessig, lässt dieses mindestens 3 Wochen ziehen, seist es dann ab. Du kannst es bei juckenden, nässenden Hautirritationen als Umschlag nutzen, wenn du den Bärlauchessig mit Wasser verdünnst. Für einen Bärlauchwein nimmst du 1/4 Liter Weißwein mit einer Handvoll zerkleinerten Bärlauchblättern, kochst dieses auf, tust 1/4 Liter Wasser und 1/4 Liter Zucker dazu und mischt beides. Du lässt es 3 bis 6 Wochen stehen, seist es dann ab und füllst es in dunkle Flaschen. Auch hier gilt, ein kleines Schnapsglas vor dem Essen genossen hilft sehr. Für ein Bärlauchöl nimmst du 3 Handvoll Bärlauchblätter, grob zerkleinert, mit 1 Liter gutem Öl übergossen.
Dies lässt du 4 Wochen dunkel stehen und seist es dann ab. Der leicht knoblauchartige, säuerliche Geruch ist normal. Das Öl ist monatelang haltbar. Das Bärlauchöl kann auch zum morgendlichen Ölschlürfen verwendet werden. Außerdem verfeinert es deinen Salat oder ein einfaches Pastagericht. Sehr beliebt ist auch eine Bärlauchbutter. Bärlauchblätter und auch vielleicht die kleinen Zwiebelchen schneidest du sehr fein und setzt sie mit Salz 20 Minuten an, damit die Aromastoffe herausgelockt werden. Dann mischst du das Ganze unter weiche Butter und bewahrst es im Kühlschrank auf. Für ein Bärlauchsalz nimmst du Bärlauchblätter, schneidest sie sehr fein und schichtest sie in einem Glas mit Salz. Das Ganze kannst du auch gut mischen und verschließt es dann. Das Salz ist ungefähr bis zu einem Jahr sehr gut haltbar und du kannst es für deine Suppen oder deine Gemüsegerichte benutzen. Ein Bärlauchpesto ist wohl das bekannteste. Deswegen stelle bitte dein Pesto so her, wie du es am liebsten magst. Statt der Basilikumblätter nimmst du einfach Bärlauchblätter. Ich mag Bärlauchpesto am liebsten mit Walnüssen. Deiner Fantasie sind also keine Grenzen gesetzt. Zwiebeln, Blätter, Knospen, Blüten und Fruchtstand werden zu allerlei Delikatessen verarbeitet. Du findest dazu viele wohlschmeckende Rezepte in anderen Kanälen, auf Internetseiten und in Kochbüchern. Wenn du also in den Wald gehst, um Bärlauch zu sammeln, achte bitte, bitte auf Folgendes. Bärlauch wächst an feuchten, manchmal sogar nassen Stellen, die oft eher dunkel sind als sonnenbeschienen. Die Blätter wachsen direkt aus der Erde. Es sind meistens 2 länglich ovale und nach oben spitz zulaufende Blätter mit einer dickeren Mittelrippe. Bei frischem Bärlauch hörst du das Brechen der Mittelrippe sehr deutlich. Die Blätter sind dabei eher weich. Die Blattunterseiten sind matt und stumpf, während die Oberseiten glänzen. Die Blüten bilden dann später eine lose Kugel. Allein der knoblauchartige Geruch sollte für dich nicht ausreichen, um den Bärlauch zu erkennen. Denn bereits nach dem ersten Anfassen riechen deine Finger und alles andere nach dem Knoblauchgeruch. Sammle also nur die Blätter, die du ganz sicher erkennst. Denn die Verwechslungsgefahr mit Maiglöckchen und Herbstzeitlose wird immer wieder erwähnt. Wenn du dich jedoch an die oben erwähnten Tipps hältst, wirst du den Bärlauch ganz sicher erkennen können. Und vielleicht hast du ja auch Lust, einmal eine Blütenessenz aus verschiedenen Kräuterblüten herzustellen, zum Beispiel auch aus den Bärlauchblüten. Das ist einfacher, als du denkst. Ich zeige es dir gerne. Sichere dir einfach ein persönliches Gespräch bei einem virtuellen Kaffee bei mir unter https://www.imurarumi.de/termin. Die Bärlauchblütenessenz hilft dazu, deine innere Trägheit und seelischen Ballast loszulassen und sich wieder mit Schwung zu erfüllen. Sie fördert Ausgeglichenheit und Milde. Also genau das Richtige für eine Frühlingsblütenessenz. Nun wünsche ich dir viel Freude mit dem Bärlauch, dem Geist der erneuernden Wiederverbindung mit der Erde.